Ich habe den Lehrgang zum TK äußerst spannend und vielfältig erlebt, weil ich die Sachen, die ich gelernt habe, die sehr breitfächrig gestreut sind, immer wieder anwenden in meinem Berufsalltag. Ich bin super vorbereitet worden von der Schule. Lieblingsfach ist noch schwierig zu sagen. Es sind viele Fächer, die ich vorher nicht gekannt habe und sehr interessant sind. Der Lehrgang hat mir sehr viel gebracht. Nicht nur beruflich, wo ich mich weiterentwickeln und auch Beförderung entgegennehmen durfte, sondern auch im privaten Bereich habe ich viele Sachen, die ich wirklich tagtäglich brauchen kann. Ich habe den Lehrgang gemacht, weil ich bewusst breit gehen wollte. Ich wollte entdecken, was es noch für Bereiche gibt, die mich interessieren. Der Lehrgang zum TK, ein Erlebnis über 2 Jahre, war sehr abwechslungsreich. Die Prüfung in Basel war sicher eine Herausforderung. Wobei die Herausforderung war vielleicht viel mehr, die Haufen Leute, der Zeitdruck. Das Fachliche hat man einfach nur noch abgerufen, da man gewusst hat, dass man gut vorbereitet ist. Der Lehrgang hat mir sicher Veränderung gebracht, nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten. Er hat einiges dazugelernt. Ich habe mich für die Ausbildung zum TK entschieden, weil ich etwas breit Abgestütztes machen wollte. Ich wollte nicht nur in eine Richtung gehen. Die Ausbildung ist gedacht für Leute, die in einer KMU eine Führungsposition übernehmen wollen oder sich auf die berufliche Selbstständigkeit vorbereiten. Der Lehrgang ist sehr breit aufgebaut. Es hat verschiedene Gebiete. Wenn man so 5 herausnehmen würde, dann wäre sicher der Bereich strategisches Management, Führung, Personalmanagement drin, finanzielle Führung, Marketing, Verkaufsförderung, Service, dann der ganze Bereich Prozess, Projektmanagement, auch die ganze Supply Chain und auch noch Bereiche wie Volkswirtschaft und Recht. Einzelne Inhalte von Fächern ist eigentlich bei dem Konzept, das die technischen Kaufleute haben, relativ schwierig. Warum? Das Ganze zielt auf Vernetzung. Und die Vernetzung die sieht man am besten bei den integrierten Fallstudien. Das sind Praxisbeispiele, wo man dann aus den verschiedenen Perspektiven von den Handlungsfeldern, die man gelernt hat, eigentlich beleuchten. Bildung technische Kaufleute ist ein eidgenössischer Fähigkeitsausweis. Das Ziel dieser Ausbildung ist, dass man Leute mit einem gewerblichen, industriellen oder technischen Hintergrund ein solides, breites, kaufmännisches Wissen vermitteln kann. Das Konzept, das wir am BZZ anwenden im Bereich der technischen Kaufleute, ist, wir versuchen, die natürlich optimal auf die eidgenössische Prüfung vorzubereiten, dass sie die erfolgreich bestehen. Dazu versuchen wir, den Unterricht möglichst praxisorientiert und zielgerichtet aufzustellen. Wir versuchen auch, regelmässig Feedbacks zum Lernfortschritt zu geben. Wir tun, wenn Probleme auftauchen, selbstverständlich hier unterstützen. Und was sehr wichtig ist, wir tun die eidgenössischen Prüfungen im Haus simulieren, sowohl die schriftlichen Prüfungen wie auch die mündlich-praktischen Prüfungen.